Er hat mich beleidigt. Jetzt warte doch erstmal deine Scheidung ab. Das ist doch nur eine Formsache. In ein paar Stunden bin ich ein freier Mann. Das ist schön für dich. Für mich? Nicht für uns? Es ist wirklich ein schönes Gefühl, mit jemandem zu reden, der die gleiche Wellenlänge hat. Mal gut gegangen. Also geht doch. Forbidden love goes straight to your heart. And I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul. Nick, kannst du mich hören? Ist er hier? Nick! Der markiert doch nur! Sag mal, spinnst du? Seien Sie vorsichtig. Ich bin der Vater. Sanitäter! Nick, mein Junge! Kann man nichts machen. Ich danke dir, Barbara. Tschüss. Ich habe zu Hause alles nachsuchen lassen. Der ist unauffindbar. Ja, das ist ja unerfreulich. Ach, halb so schlimm. Du wirst ihn schon noch finden. Ja, wann und wo? Jetzt beruhige dich doch. Dann kommen wir einfach noch mal. Clarissa, was meinst du, wie lange es dauert, um einen neuen Scheidungstermin zu bekommen? Das kann sich über Wochen hinziehen. Denken Sie doch bitte noch mal genau nach, wo der Ausweis sein könnte. Vielleicht im Wagen. Ach nein, da ist er nicht. Ja, meine Herrschaften, wie gesagt, ohne Ausweis kann ich die Scheidung leider nicht vollziehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, in diesem Fall kann ich auch nichts machen. Es tut mir leid, aber der nächste Fall wartet bereits. Ich muss Sie bitten, die Angelegenheit draußen zu erledigen. Eins, zwei, drei. Was ist mit ihm? Bitte sagen Sie es mir doch. Ich weiß es noch nicht. Wir bringen jetzt erst einmal ins Krankenhaus. Warum wacht er denn nicht auf? Aber es muss doch was Ernstes sein, sonst würden Sie es mir doch sagen. Bitte, bitte. Das gibt's doch nicht. Das zieht doch eine Show ab. Mensch, halt die Klappe, sag ich dir. Du bist doch an allem schuld. Aber ich kann doch überhaupt nichts dafür. Hier, das müssen doch diese gelben Brausedinger sein, oder? Hallo, Frank. Scheiße, ich bin jetzt weg. Mein Gott, wie lange soll das noch so weitergehen, hä? Wie lange willst du noch kurz vor der Pause abhauen, nur damit du Sam nicht über den Weg läufst? Kann dir doch egal sein. Hi. Hi. Ich bin heute schon was früher gegangen. Schön. Sag mal, hast du die Cola-Dosen schon ausgepackt? Nein. Okay, dann mache ich das jetzt. Tja, na gut. Gehe ich eben mal wieder. Ciao. Ja, ciao. Jetzt weißt du ja, warum ich ihr nicht begegnen möchte. Nein, das weiß ich nicht. Ja, du hast doch gesehen, sie behandelt mich, als wäre ich überhaupt nicht da, als wäre ich ein Fremder. Du warst auch nicht gerade freundlich zu ihr. Entschuldigung mal bitte, das ist ja wohl was anderes. Wieso? Ja, wer hat wen denn verarscht, gefühlsmäßig? Mein Sam hat dich doch nicht verarscht, nur weil sie deinetwegen den Zirkus nicht aufgeben will. Hey, du musst doch mal wirklich... Komm, vergiss es einfach. Ich habe jetzt keine Lust, darüber zu reden. Das ist für mich sowieso schon gelaufen. Totschick. Hm? Gefällt's dir wirklich? Sehr gut. Steht dir ausgezeichnet an. Okay. Darf ich mal? Wunderbar. Ich hätte richtig Lust, mir auch was Neues zuzulegen. Wie schaust du mich denn an? Entschuldige. Keine Ausrede. Was hast du gerade gedacht? Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass du traurig bist über die geplatzte Scheidung. Soll ich die Wahrheit sagen? Ich bin auch nicht sehr traurig. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich liebe Christoph, aber das geht mir einfach alles viel zu schnell.
Jetzt gerade mal die Scheidung und dann hoppla hopp die Hochzeit hinterher. Aber Christoph hat's doch sicher nur gut gemeint. Ja, natürlich, aber ich fühle mich einfach so ein bisschen überfahren. Aha. Deshalb ist also auch der Ausweis von Christoph so plötzlich verschwunden. Du glaubst, ich hätte... Also nein, Erika, das nicht. Ach komm, hast du nicht? Nein. Also du kommst auf Ideen. Guten Tag, die Dame. Guten Tag. Er ist aber heute kurz angebunden. Findest du nicht? Ich? Ja. Ganz schön fleißig. Ach, du bist das. Hast du keinen Unterricht? Doch schon. Aber ich müsste mal für kleine Mädchen, wie du siehst. Ah, verstehe. Frank ist wohl schon gegangen, was? Ja. Möchtest du ein paar Erdnüsse? Oh, danke. Also, irgendwie klemmt dieses Ding hier. Auch ein paar? Nein, danke. Unser Gespräch von neulich fand ich wirklich toll. Ja, ich auch. Hast du nicht Lust, es fortzusetzen? Wie wär's mit heute Abend? Sam, Frank hat die ganze Sache mit dir noch nicht so richtig verdaut. Moment mal, er hat schließlich mit mir Schluss gemacht, weil ich nicht so wollte, wie er es sich vorgestellt hat. Und jetzt benimmt er sich wie ein Kleinkind. Aber doch nur, weil er gekränkt ist und weil er nicht zeigen will, wie viel er noch für dich empfindet. Könnt ihr nicht versuchen, einfach Freunde zu bleiben? Ich meine, vor ein paar Tagen, da hast du mir noch erzählt, wie froh du bist, ihn kennengelernt zu haben, oder? Okay, du hast ja recht. Aber was soll ich machen, wenn er sich mir gegenüber die ganze Zeit so bescheuert benimmt? Ja, das weiß ich auch nicht. Obwohl, ich habe da eine Idee. Aber nur, wenn du mitmachst. Ja, ja, natürlich mache ich mit. Schon wieder werden. Herr im Himmel, mach, dass es nichts Ernstes ist. Herr Doktor, wie geht es Ihnen? Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Keiner kann was sagen, das gibt's doch gar nicht. Wir tun, was in unseren Kräften steht. Professor Heinrich ist noch bei der Untersuchung. Ist Nick wenigstens bei Bewusstsein? Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Professor Heinrich ist ein anerkannter Neurologe, ein hervorragender Arzt. Der Junge ist bei ihm in den besten Händen. Glauben Sie mir. Keiner sagt was. Diese Warterei ist unerträglich. Papa. Jessica. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht, Sie sagen uns nichts. Sie untersuchen ihn noch. Wo ist er denn? Er ist da drin, aber wir dürfen nicht zu ihm, solange die Untersuchung noch läuft. Was hat er? Das wissen Sie auch noch nicht. Barbara. Oh, tut mir leid. Tja, ich glaube, ich muss da noch mal in die Stallung. Moment. Sie haben nicht zufällig irgendwo Christophs Ausweis gesehen? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben den Ausweis verschwinden lassen. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Wenn Sie weiter leugnen, werde ich Christoph alles erzählen, was in der letzten Zeit vorgefallen ist. Zwischen Ihnen und mir. Alles. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Hi, Frank, grüß dich. Hi, Frank. Hi.
Danke, dass du mir heute aushilfst. Ich bin wirklich ziemlich gestresst. Seit ich Tim assistiere, habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Ja, schon okay. So werde ich wenigstens ein bisschen abgelenkt. Ich muss Tim nicht dauernd beim Weg laufen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, dann nimm dir die ganze Geschichte einfach nicht so zu Herzen. Hm? Recht gesagt. Tschüss. Ciao. Ich kann den Ausweis nicht finden. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Vielleicht da unten. Das glaube ich nicht. Nee, nichts. Sag mal. Hier ist er ja. Na, siehst du. Ich habe nämlich schon einen neuen Scheidungstermin, weißt du? Nächste Woche ist es soweit. Und dann können wir danach sofort heiraten. Darüber wollte ich gerade mit dir reden, Christoph. Also, ich freue mich auch, wenn der Scheidungstermin endlich vorbei ist. Aber ich möchte noch etwas Zeit bis zu unserer Hochzeit haben. Naja, auf ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich verstehe dich nicht ganz. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich brauche noch Zeit, um mich an den Gedanken zu gewöhnen. Hoffentlich bist du jetzt nicht böse auf mich. Nein, nein. Natürlich nicht. Das hat auch nichts mit meinen Gefühlen zu dir zu tun. Es ist schon in Ordnung. Und weißt du, dieser Gedanke an die pompöse Doppelhochzeit auf Friedenau gefällt mir gar nicht. Ich habe mir eher was Stilleres dabei gedacht. Mhm. Barbara, wir werden heiraten, wann und wie du es willst. Wir jetzt zu ihm. Wie geht es ihm? Moment, Moment, beruhigen Sie sich. Ist er schon wieder bei Bewusstsein? Nein, noch nicht. Wir müssen noch die Ergebnisse der Computertomographie abwarten. Soll das heißen, Sie wissen immer noch nichts? Also aufgrund der Röntgenbilder können wir einen Schädelbasisbruch ausschließen. Gott sei Dank. Was ist dann mit ihm los? Wahrscheinlich ist es eine schwere Gehirnerschütterung. Allerdings ist die Blutung aus dem Ohr bedenklich, aber mehr können wir jetzt noch nicht sagen. Wird unser Nick bald wieder gesund? Muss Sie leider bitten, sich noch ein wenig zu gedulden, bis Professor Heinrich die Untersuchung abgeschlossen hat. Bald wissen wir mehr. Ich will ihn sehen, bitte. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich denke, das Beste wird sein, wenn Sie jetzt alle nach Hause gehen. Wir werden Sie umgehend benachrichtigen, wenn wir Näheres wissen. Ich bleibe hier. Ich auch. Alle. Oma, bist du okay?
natürlich. Mehr, mehr. Mir ist nur so heiß. Oma, ich glaube, am besten wir fahren nach Hause und du legst dich ein bisschen hin. Wir bringen dich. Genau, ich fahr euch beide hin. Willst du auch mitfahren? Nee, ich bleib hier. Dann geh wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Du siehst ganz schön blass aus. Na und? Komm, lass uns ein bisschen spazieren gehen und was trinken gehen. Das wird uns sicher gut tun. Okay. Komm, Oma. Gut, dass wir uns hier umziehen können. Nochmal in dem Aufzug durch die Stadt. Das wäre mir nach diesem Mega-Flop auch schon egal. Ich verstehe Frank nicht. Wir geben uns riesen Mühe, um ihn aufzupäppeln und er zieht einfach ab. Er hat bestimmt gedacht, wir wollten ihn verarschen. Nee, der Typ will sich einfach ärgern. Und stur ist er auch. Das stimmt, aber... Nee, ich habe langsam die Schnauze voll von seinem Theater. Ich habe echt keinen Bock mehr, das kindliche Getue mitzumachen. Wenn er unbedingt die beleidigte Leberwurst spielen will, bitte, aber ohne mich. Was soll's. Mir hat die Nummer jedenfalls tierisch Spaß gemacht. Und eins muss ich sagen, du warst echt spitze. Was? Na du, als Clown. Dafür, dass wir so wenig geprobt haben? Ich glaube, in deinen Adern fließt Zirkusblut. Meinst du? Ja. Aha. Du bist ein echtes Naturtalent. Ich muss dir was gestehen. Diese ganze Clown-Aktion habe ich nur dir zuliebe gemacht. Du bist wirklich ein super Typ. Ich muss jetzt gehen. Du bist doch noch total voll Schminke. Also, das ist jetzt egal. Ich muss mich um Frank kümmern, okay? Ciao, bis dann. Sehen wir uns heute Abend noch? Ich meine, wir sollten unseren Auftritt feiern, unten in der Kneipe. Kommst du? Okay. In den nächsten Monaten fangen wir mit dem restlichen Umbau an. Hallo, da hinten soll es losgehen. Hast du schon die Baugenehmigung? Nein, eben nicht. Deswegen sage ich ja in den nächsten Monaten. Also. Ach, ich fahre in die Stadt. Soll ich was mitbringen? Für mich nicht, danke. Für mich auch nicht. Mein Gott, die Baupläne. Bis später. Barbara, Augenblick noch. Ich wollte mich noch schnell bedanken, dass Sie Christoph nichts gesagt haben. Das habe ich nur seinetwegen verschwiegen. Um ihn nicht zu enttäuschen. Und warum haben Sie Ihre Hochzeit verschoben? Wie bitte? Sie haben sie doch verschoben. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass das mit Ihnen zu tun hat. Da muss ich Sie enttäuschen. Ich will nichts mehr davon hören. Nie mehr. Bald schon erkunden die Jungen dann selbst die Umgebung. Kannst du mir vielleicht verraten, warum du vorhin einfach abgehauen bist? Das kannst du dir wohl gar nicht vorstellen, was? Nein, kann ich nicht. Schade für dich. Frank, wir haben diese Nummer doch nur gemacht, um dich wieder aufzubauen. Wir wollten dir eine Freude machen. Eine Freude? Das ist ja riesig. Kam leider ganz anders rüber. Wie denn? Die Nummer mit den Messern hat euch wohl nicht gereicht. Da habt ihr euch gedacht, verarschen wir den Kleinen doch mal so richtig. Am besten vor Publikum. Sam hat wirklich recht. Du bist ein absoluter Sturke. Ja, wunderbar! Tut euch doch gleich zusammen. Ihr seid sowieso ein super Paar, habt ihr vorhin schon gezeigt. Frank, ich will nichts von Sam, das schwöre ich dir. Oder denkst du wirklich, ich würde mich an sie ranmachen? Ha? Nein. Ich wollte doch nur, dass dieses kindische Affentheater zwischen euch ein Ende hat. Ich wollte, dass ihr als Freunde auseinandergeht. Und ich wollte, dass du endlich mal wieder lachst. Mein Gott, ist das denn so schlimm? Nein, natürlich nicht.
Mein Gott. Als er da als Clowns verkleidet war, da war dir ich so nah. Ich dachte, du wolltest sie angraben. Naja, sie sah ja auch so aus, als würde sie dich sehr mögen. Blödsinn. Doch, Ramon. Ist so. Ich glaube wirklich, dass sie dich sehr, sehr mag. Frank, bitte. Sam will nichts von mir. Das hat sie alles nur für dich getan. Wieder okay? Wieder okay. Na also, dann würde ich sagen, lass uns mal ins No Limits, okay? Wenn du nichts dagegen hast, ich würde gerne noch was allein sein. Sicher? Okay. Und bis später, hm? Später. Ramon. Danke. Jungs, auf euch, ihr habt prima gespielt. Prost, weiter so. Prost. Und auf Nick, dass er bald wieder auf die Beine kommt. Aus dem Jungen wird man ganz großer. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Nick ist nicht hart genug für das Profigeschäft. Wenn er gleich bei seinem ersten Sturz vom Krankenwagen abgeholt werden muss. Komm, mach mal halt nach. Ja? Als Profi muss man aus anderem Holz geschnitzt sein. So wie du vielleicht? Nick liegt wegen dir im Krankenhaus, Junge. Und du ziehst doch über ihn her. Du bist wirklich der mieseste Scheißkerl, der mir je begegnet ist. Entschuldige mal bitte, Uli. Ich kann ja verstehen, dass du durcheinander bist. Aber Dennis hat keine Schuld an Nicks Unfall. Und wir alle wünschen uns, dass Nick schnell wieder gesund wird. Ja, das merkt man. Die Ärzte wissen nicht, was mit ihm los ist und ihr sitzt hier und lasst euch volllaufen. Ihr seid sowas von zum Kotzen. Hey, komm. Wir lassen uns gehen, bevor mir schlecht wird. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen noch nichts Neues sagen. Er ist immer noch bewusstlos. Können wir zu ihm? Bitte. Also gut, aber nur kurz. Kommen Sie. Wieso bist du denn noch hier oben? Ach, ich hatte keine Lust, alleine unten auf dich zu warten. Und? Frank hat sich verarscht gefühlt und er war eifersüchtig. Warum eifersüchtig? Er meint, du würdest auf mich abfahren. Da hat er gar nicht so Unrecht.